Die Vereinigten Staaten müssen eine blutige Niederlage nach der anderen hinnehmen. Präsident Michael Dugan wandte sich heute von einem geheimen Ort aus an die europäischen Verbündeten. Ich erwarte ganz dringend Ihre Hilfe. Die Vereinigten Staaten waren Romanows erstes Ziel. Unterstütze uns sofort. Sonst war es bestimmt nicht sein letztes. Der französische General René Lyon hat sich für einen massiven alliierten Gegenschlag ausgesprochen, aber die anderen Länder... Genosse, es kommt mir so vor, als überschätzen wir die Feigheit unserer europäischen Nachbarn. Es müssen sich französische und deutsche Truppen gemeinsam entlang der polnischen Grenze sammeln. Aber diese Narren haben ihre Heimat wehrlos zurückgelassen. Zeigen wir ihnen, was sowjetische Ironie ist. Nehmen sie Paris ein, nutzen sie unsere Tesla-Technologie und durchkreuzen sie ihre Pläne. Vernichten Sie alles! Eintreffende Nachricht. Wenn Sie bereit sind, General, dann sammeln Sie Ihre Truppen erstmal in Paris. Ich mag diese Stadt der Lichter. Schade, dass wir nicht persönlich dort sind, wenn die Lichter ausgehen. Einheit bereit. Genosse! Einheit bereit. Warte auf. Marschiere los. Marschiere los. Marschiere los. Marschiere los. Gebäude eingenommen. Ja, man muss hier Gebäude nutzen. Ja. Gebäude verlassen. Marschiere los. Für die Marschiere los. Für die Union. Unzureichende Credits. Gebäude eingenommen. Gebäude verlassen. Einheit verloren. Gebäude eingenommen. Rekrutiere Einheit befördert. Warte, Alter. Marschiere los. Ich habe die Info. Ich gehe. Ich gehe. Genosse, marschiere los. Gebäude eingenommen. Gebäude verlassen. Werkzeuge bereit. Überprüfung läuft. Ein bisschen zusätzliches Money. Genosse, für die Union. Marschiere los. Ich arbeite dran. Analyse der Diagramme. Hechtgebäude erobert. Einheit bereit. Einheit bereit. Genosse. Order für die Union. Genosse, für die Union erhalten. Angriff. Da. Sind Sie sicher? Für die Union. Da. Order erhalten. Sind Sie sicher? Rekruten. Genosse. Angriff. So können wir uns hier schön nach oben arbeiten. Die Panzer sind eigentlich keine Gefahr, solange sie einem nicht überrollen. Einheit verloren. Einheit befördert. Marschiere los. Marschiere los. Gebäude angenommen. Einheit verloren. Angemeldet. Einheit bereit. Russland. Warte auf Order. Order erhalten. Warte auf Order. So, Genosse. Hier hinten. Marschiere sieht, los. Hier kann man durch, aber ich möchte mich zuerst ein bisschen auffrischen hier. Da. Order erhalten. Warte auf für Order. Die Union. Beziehungsweise ich muss mal mit diesen verrückten Ivans, weil die sind mir wirklich ein bisschen zu verrückt. Das wird Ihnen gefallen, General. Dieser Demontierungsexperte, der sogenannte verrückte Ivan, soll bei den Truppen sein. Und er ist bestens für alles gerüstet. Einheit bereit. Herzlichen Glückwunsch. Unzureichende Credits. Hier, halten Sie mal. Einheit verloren. Kaboom! Einheit bereit. Einheit verloren. Okay, das war's dann auch mit dem verrückten Ivan. Hat nicht unbedingt viel gebracht. Warte auf Order. Einheit bereit. Genosse, marschiere auf die Union. Marschiere los. Marschiere los. Warte auf Order. Warte auf für die Order. Union. Warte auf Order. Order erhalten. Genosse, marschiere los. Marschiere los. Order erhalten. Einheit bereit.
Rekrute meldet. Wir Mütterchen Russland. Rekrute meldet. Wir Mütterchen Russland. Einheit verloren. Einheit verloren. Einheit bereit. Genosse. Einheit befördert. Einheit befördert. Genosse. Warte auf Order. Die Union. Genosse, Order Einheit erhalten. Bereit. Warte auf Order. Da. Marschiere los. Gebäude verlassen. Warte auf Order. Order erhalten. Oh, das ist auch noch Leute. Order erhalten. Warte auf Order. Order erhalten. Einheit bereit. Warte auf Order. Ein bisschen speichern. Ja, ich habe diese Mission schon ein paar Mal gespielt jetzt, weil ja, ich war so nicht so zufrieden mit dem, wie ich es gemacht habe. Und, ja. Genosse. Och, Kinder, muss das sein? Was will denn der Media Player jetzt? Hallo? Genosse. Genosse. Scheiße. Habe ich selber irgendwas gedrückt? Sorry. Genau, sorry, jetzt aber. Marschiere los. Einheit bereit. Marschiere los. Da. Okay, hier der Triumphbogen. Pariser Triumphbogen. Jetzt muss man aufpassen, man darf nicht. Für Mütterchen Russland. Die dürfen nicht ins Rollen kommen, die Panzer, sonst. Einheit bereit. Einheit verloren. Einheit befördert. Für die Union. Warte auf Order. Marschiere los. Marschiere los. Sind Sie sicher? Genosse. Sind Sie sicher? Marschiere los. Order erhalten. Einheit Volk bereit. Und Vaterland. Rekrute melden. Sind Sie sicher? Einheit verloren. Einheit befördert. Ja. Sind Sie sicher? Einheit bereit. Einheit befördert. Sind Sie sicher? Einheit verloren. Warte auf die Order. Da. Gebäude eingenommen. Einheit bereit. Genosse. Da. Einheit bereit. Rekrute meldet. Order erhalten. Da. Sind Sie sicher? Da. Marschiere los. Verstärkung eingetroffen. Gebäude eingenommen. So. Jetzt ist der Weg frei und wir brauchen drei. Ah, schau mal hier. Rekrute meldet. Das brauchen wir nicht mehr. Gebäude verkauft. Marschiere los. Für die Union. Das wird sonst noch zerstört. Für die Union. Jetzt brauchen wir. Da. Der Ort erhalten. Lade auf, leise, ich muss näher hin. Dann übernehme ich den Rest, Lade Kommander. Auf, marschiere los. Auf, leise, in die Kathedrale lassen wir mal Kathedrale sein. Ja, auf, leise, in Tummisohlen. Genosse, Order erhalten. Lade auf, ich marschiere los. Auf, leise, in Gummisohlen. Ja, Genosse. Ja, Genosse. Elektroden ich bereit, marschiere los. Warte auf, Order. Marschiere los. Für die Union. Für die Union. Da. Order erhalten. Für die Union. Für die Union. Order eintreffende erhalten. Nachricht. Da. Genosse General, wir müssen uns mehr dem Turm nähern. Nur dann sind wir siegreich. So, wir haben es fast geschafft. Wir brauchen drei Tesla-Trupper, um den Eiffelturm zu elektrifizieren. Vorwärts, vorwärts. Wir haben vier, also von daher. Ich arbeite dran. Bin auf dem Weg. Elektroden bereit. Lade auf, marschiere auf dem Feld. Zur Quelle. Auf leisen Gummisohlen. Ja, Genosse. So.
Riesentesterspule. Einheit verloren. Geschafft. Einsatz erfolgreich. Na, da war mal was. Hä? Durchschnitt 12, benötigt 10. Rang Mlachi Leutnant, Stabsfeldwebel. Die Franzosen fürchten ihr Kommando mehr als unsere Panzer. In Paris kämpfen sie nur als den Schlechter. Ja, mit ein paar Fallschirmjägern Paris einnehmen. Das ist doch auch mal was. Und damit bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, hallo, und da bin ich schon wieder zurück. Und ja, die Folge war jetzt doch recht kurz. Und da habe ich mir erlaubt, mal auf die Karte der nächsten Mission zu schauen. Und sieh mal da, die USA ist fast vollständig von den Russen besetzt. Und da habe ich mal gedacht, was haben wir denn bis jetzt für Missionen gemacht? Also die erste Mission war ja Washington, da haben wir das Pentagon zerstört. Die zweite Mission war dann an der Küste Floridas. Die dritte Mission war da in New York mit dem Psycho-Dingsbums. Vierte Mission war in Vladivostok, da mussten wir uns verteidigen gegen die Koreaner. Und die fünfte Mission war in Paris, also das waren ja nur drei Missionen in den USA. Also Washington, New York und Küste Floridas, aber das ganze Land ist schon erobert. Da habe ich mir erlaubt, mal nachzuschauen, was da in der Zwischenzeit so gelaufen ist und werde euch das nachfolgend präsentieren. Ja, hier haben wir eine Karte der USA, also die kontinentale USA mit den Staaten und unten links auch noch der Staat Alaska und der Staat von Hawaii. Was ich auch noch eingezeichnet habe, ist im Nordwesten die Rocky Mountains, die so wie eine natürliche Grenze innerhalb der USA bilden, und daneben mit Grün umrandet die Great Plains, also die großen Weiden. Ja, im westlich sind das dann vor allem, großen Plains, großen Ebenen. Im Westen sind das vor allem Viehhaltung und im Osten dann vor allem Getreideanbau. Was ist quasi so die Kornkammer der USA. Ja, und auf diesem Bild habe ich dann noch die größten Städte der USA ergänzt, plus die Hauptstadt, also die Hauptstadt Washington D.C., und die größte Stadt New York, die zweitgrößte Stadt Los Angeles und die drittgrößte Stadt Chicago. San Francisco ist von der Größe her eigentlich nicht so besonders, aber es ist eine sehr wichtige Stadt an der Westküste. Genau, und dann habe ich auch noch die Air Force Bases, also das sieht man in Missouri, die Whiteman Air Force Base, am Drei-Staaten-Eck Wyoming, Colorado, Nebraska, die F.E. Warren Air Force Base, dann in South Dakota die Ellsworth Air Force Base, North Dakota die Grand Forks und die Minot Air Force Base und dann noch in Montana die sehr weitläufige Malmstrom Air Force Base. Auf diesen Air Force Bases sind die Interkontinentalraketen, also die ICBMs der USA stationiert, die im Fall eines Krieges gegen Russland nach Russland abgeschossen werden würden. Dann habe ich auch schon die sowjetischen Truppen, also in Mexiko im Südwesten seht ihr, sind zwei größere Truppenansammlungen da hier verzeichnet. Dann gibt es vor der Küste von Kalifornien noch eine Flotte und auch vor der Ostküste zwei Flotten und vor Florida auch noch angedeutet mit eine Flotte, ja, die allerdings dann verzögert angreifen wird, nicht gerade im ersten Moment. Ja, nun der Angriff der Sowjetunion, also als erstes wurden die Air Force Bases, also die Interkontinentalraketen, wurden mit Hilfe von Juris
Psycho-Teleportie, Pipapo-Korps wurden die ausgeschaltet. Und dann sind die Sowjets in San Francisco, in Washington und in New York gelandet und dann zeitlich verspätet auch noch in Florida. Und der Hauptvorstoß ging von Mexiko aus, also im Westen nach Neu-Mexiko und im Westen über Arizona nach Los Angeles. Und dann im Osten der Hauptvorstoß quer durch Texas, über Oklahoma und Kansas bis nach Iowa. Und dann noch Abzweiger im Süden nach Neu-Mexiko und im Osten nach Texas und weiter nördlich im Westen nach Colorado und Nebraska und im Osten nach Missouri und Arkansas, beziehungsweise Arkansas. Ja, so haben die Sowjets schon ein recht großes Gebiet von den USA unter ihre Kontrolle gebracht. Im Westen konsolidieren sie ihre Truppen nun mit denen, die in San Francisco gelandet sind und stoßen weiter nach Norden vor. Dann östlich der Rocky Mountains stoßen sie von Nebraska und Colorado aus ebenfalls nach Norden vor und von Iowa nach Chicago und trennen somit den Osten der USA vom Nordwesten. Und dann auch von Missouri an den Mississippi und auch von Arkansas nach Mississippi und Louisiana dem Mississippi entlang. Dann aber auch von Florida nach Norden, nach Alabama und Georgia und von den Brückenköpfen bei New York und Washington dehnen sie sich ebenfalls aus und bringen die ganze Ostküste unter ihre Kontrolle. Ja, und aktuell, also zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir in Paris waren, sieht das in etwa so aus. Die USA ist eigentlich vollständig unter sowjetischer Kontrolle. Einzige Ausnahme ist im Osten, sind die Staaten Kentucky und Tennessee und auch noch Teile von Indiana und Michigan und Ohio. Und dann natürlich im Norden an der kanadischen Grenze sind noch einige Staaten frei. Und was auch noch frei ist, ist in den Rocky Mountains. Den Teil haben die Sowjets umgangen. Dort hat es noch Widerstandsnester der Amerikaner. Und was auch noch ein großes Widerstandsnest ist, ist die Stadt San Antonio. Dort hat sich ebenfalls, das wurde am Anfang von den Sowjets umgangen, und da konnte sich eine amerikanische Widerstandszelle einnisten. Und die halten das Gebiet immer noch, wurden allerdings auch noch nicht jetzt groß von den Sowjets beachtet, denen es vor allem darum ging, den größeren Teil der USA unter ihre Kontrolle zu bringen. So, das nächste Ziel der Sowjets ist, wir sehen es schon im Südwesten, die Inseln von Hawaii und Alaska, das ist auch immer noch amerikanisch, das wird zu einem späteren Zeitpunkt dann wahrscheinlich auch noch dran glauben müssen. So, jetzt aber bis zur nächsten Folge und ciao mit V.